Das Meer, ich kann's riechen. Bremen ist auch nah am Meer. Aber es riecht ganz anders. Wir sind in der Karibik. Erst dachte ich Afrika. Wegen all den Tieren. Tieren? Ja. Schlangen und Spinnen. Die GIs treten sie immer tot. Ja, das erzählen Sie lieber keinem, okay? Wir haben strenge Regeln hier. Es gibt internationale Artenschutzgesetze. Wenn in Guantanamo ein Tier stirbt, kriegen wir richtig Ärger. Niemand sollte ein Tier töten, wenn er nicht vorhat, es zu essen. Wie es Apollo wohl geht? Fehlt Ihnen Ihr Hund? Ja, das Gefühl kenne ich. Ah, haben Sie auch einen Hund? Nein, ich habe eine Tochter. Wohnt sie hier? Nein. Gott sei Dank. Nein, sie ist bei meiner Frau zu Hause in Washington. Und nur wegen Ihnen, Murat, bin ich hier. Alles nur wegen Ihnen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ein guter Moslem sein. Murat, ich denke, es wäre gut für dich, für eine Weile aus Deutschland rauszukommen und ein anderes Leben kennenlernen. Unter muslimischen Glaubensbrüdern. Ich habe gehört, du willst nach Pakistan? Ich muss doch mehr über unseren Glauben lernen. Kann doch meiner Frau nicht so unter die Augen treten. Etwas Dummes habe ich noch nie gehört. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Ich habe Ihnen gesagt, wie wichtig es ist, dass Sie mir die Wahrheit sagen. Aber ich sage Ihnen doch die Wahrheit. Ich kann einfach nichts gestehen. Sie sind ein stures, dummes Kind. Ich bin dumm, weil ich kein Terrorist bin? Das hier ist kein Spiel. Nicht für Sie. Bring ich was zu trinken? Was ist mit dem? Er ist ein Freund von mir. Der sucht sich junge Typen. Versager wie Sie. Die bringt er in die Moschee und unterzieht sie einer Gehirnwäsche. Verlorener Herr Penner. Wie läuft's? Ich will ihn mit dem nächsten Flieger nach Berlin zurückschicken. Ja, das geht aber nicht. Selbst wenn Sie es wollten. Heute lernen Sie, was regelt. Eine Regel lautet, keine Haustiere. Ich will, dass Sie es töten und es mir dann bringen. Sie sehen ein bisschen mitgenommen aus. Wie viele Tage? Sie haben nichts gegen mich in der Hand. Nicht mal ein Fetzen Beweismaterial.